In Frankfurt könnte es bald als Alternative zu Bus und Bahn elektrische Scooter zum Verleih geben. Die elektrischen Scooter würden den Verkehr entlasten, kommen aber nicht ohne Risiken. Denn die Scooter werden ohne Schutzkleidung, also ohne Helm, ausgegeben. Wir haben die Offenbacher gefragt, was sie davon halten. Weiß ich nicht genau. Könnte eine Chance sein, dass mehr Leute statt Auto die benutzen. Könnte aber auch eine Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer bedeuten. Also die werden halt ohne Helm rausgegeben. Glauben Sie, das könnte zu Gefahren im Straßenverkehr kommen? Ja, also einmal für die Fahrer selber, aber auch für Fußgänger, die angefahren werden könnten, weil die ja zum Teil auf dem Fußweg fahren können oder auch, ja, vor allen Dingen bezogen auf Fußgänger. Ja, ich habe davon heute auch gehört über die Diskussion und ich denke, an sich glaube ich wirklich, dass die eine gute Alternative sind, und wenn dadurch die Autos weniger werden würden, dann wäre das auch gut. Aber ich verstehe auch die Diskussion, dass gesagt wird, dass es einfach zu eng ist. Ja, also wenn bei dem Verkehrsaufkommen, was derzeit in den Innenstädten herrscht, auch noch die Roller dazukommen, dann wird das einige Verletzungen geben und viel Wut auch geben. Von daher sollte man das innerhalb von Gesamtkonzepten sehen. Glauben Sie, man sollte irgendwie durch den Verleih von Schutzkleidung noch dazu das Verletzungsrisiko möglichst gering halten? Ich glaube nicht, dass das Verletzungsrisiko der Fahrer ist natürlich auch da, aber ich befürchte einfach eher, dass die anderen verletzt werden können, ja, die Fußgänger und so weiter, weil ja sehr ungeklärt ist, wo die fahren sollen. Man kann keine weitere Spur einrichten, man kriegt es ja nicht mal hin, flächendeckend Fahrradspuren einzurichten, ja, also, und auf dem Bürgersteig wird das nicht funktionieren, weil dazu sind sie einfach zu schnell. Finde ich eine gute Idee. Glaubst du, dass das die Mobilität so verbessert, die Straßen entlastet und... Also ich fand ja schon die Fahrräder von der Deutschen Bahn zum Beispiel, fand ich ziemlich cool, und ich habe mich sowieso gefragt, wann die das einführen mit diesen E-Scootern. Und denkst du, es könnte irgendwie eine Gefahr für den Straßenverkehr werden, weil die werden zum Beispiel auch ohne Helme rausgegeben? Das erinnert mich an die South Park-Folge. Kann man schlecht vorhersagen, ja, aber klar, es macht Spaß und dann werden die Leute ein bisschen unvorsichtiger und dann kann es schon zu Unfällen kommen, ja.